Guten Tag, liebe Freunde, ich bin der Alzeier Gode der Altheiden und mache heute mit meinen Runenvorträgen weiter. Heute soll es mal gleich um zwei Runen gehen. Das liegt einfach daran, dass zu diesen beiden Runen nicht so viel überliefert ist wie zu den anderen Runen. Also die Rune Gebo und die Rune Wunyu. Ihr seht hier die Namen der Rune Gebo und wie die Rune aussieht. Wie ein großes X könnte man eigentlich sagen. An Namen ist am meisten eigentlich Gibu, G-I-B-U oder G-I-B-V, weil V war ja früher mit einem U noch identisch. Ist am häufigsten überliefert, auch manchmal Gibul, aber auch Gifu. Und dann gibt es noch so ein paar Sonderfassungen, Geofu oder Geuo, also G-E-U-O. Naja, da ist das U wie ein V zu sprechen, Gevo. Das ist natürlich aus Gebo entstanden, Goya und so weiter. Also ihr könnt es da sehen. Die Forscher haben daraus den Namen Gebo, Gabe, rekonstruiert. Diesen Namen benutzen wir auch. Im angelsächsischen Runenlied, was im 9. Jahrhundert aufgeschrieben wurde, da heißt es folgendermaßen: Gifu oder Gifu, ich weiß nicht, wie man es spricht, ist Menschen Glanz und Auszeichnung, Stütze und Würdenschaffer jeden Verbannten, Hilfe und Nahrung, die anderes los sind. Also ist vielleicht so in so einem christlichen Sinne Gabe, so dass man also irgendeinem Bedürftigen etwas gibt, vielleicht sowas. Deswegen schafft es einem Würde und gleichzeitig einem Verbannten ein bisschen Unterstützung. Da ist also die Gabe beschrieben. Ja, und dieses rekonstruierte germanische Wort Gabe, Gebo, geht auf das indogermanische Gab zurück und das bedeutet fassen, ergreifen, erhalten, haben, besitzen, fortbringen. Also dazu ist eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Es ist einfach die Gabe, es kann vielleicht auch die Opfergabe sein, aber leider wissen wir eben zu wenig. Aber wir können natürlich auch rätseln, was das Runenurbild darstellt. Soll es nur so ein Kreuz sein, ein Markierungskreuz auf irgendeinem alten Kalender, wo man weiß, an dem Tag ist ein Opferfest, wo man Opfergaben gibt oder auch von den Göttern Gaben erhält, wer weiß. Ist es also nur ein Markierungskreuz? Wir wissen es nicht. Aber interessant ist, dass es sich noch heute erhalten hat. Und zwar, wenn man sein Besteck über Kreuz legt, dann signalisiert man diskret der Hausfrau, dass man gern noch ein bisschen mehr haben möchte. Und auch wenn man irgendwo Hinweisschilder auf ein Restaurant findet, dann werden oft das Besteck so über Kreuz gelegt. Also gar nicht so nebeneinander. Manchmal auch schon nebeneinander, aber meist so über Kreuz. Da hat sich das also noch erhalten. Ja. Diese Rune, die gab es schon sehr lange früher und ich will heute euch noch was ganz Besonderes zeigen, dafür, dass ihr so lange durchgehalten habt und euch meine Runenvorträge anguckt. Das werdet ihr jetzt hier auf dem nächsten Bild sehen. Neben mir seht ihr die Tafel, die erste Tafel von 43 gefundenen Loshölzchen der Kelchalpe bei Kitzbühel, Österreich. Diese Loshölzchen datiert man auf die frühe Bronzezeit, sie sind also mindestens 3000 Jahre alt. Zwei Forscher haben sich damit befasst, erst Herr Pitioni, der meinte, es ist ja ein Bergbaugebiet, es könnten so eine Art Hausmarken sein, denn jeder, der in den Stollen reingeht, der hatte seine Hausmarke abgegeben am Eingang und wenn er rausging, hat er sie wieder mitgenommen, damit man wusste, ob noch einer zurückgeblieben war oder nicht. Das wurde aber von Herrn Preuschen, der Forscher, der sich damit befasst hat, widersprochen. Dem wurde widersprochen, weil es auch doppelte Zeichen da vorkommen und so weiter. Das hätte dann gar keinen Sinn. Man wüsste ja dann gar nicht, wer da verschwunden ist. Und Hausmarken passen da sowieso nicht, weil es nicht unbedingt ein Siedlungsgebiet war. Dann hat man noch gesagt, so eine Art Kerbholzchen, womit man vielleicht Geschäfte gemacht hat. Aber
Auch das war nicht befriedigend. Kurzum, Herr Preuschen hat gesagt, es handelt sich um Loshölzchen mit einer illyrisch-keltischen, vielleicht auch etruskisch beeinflussten oder umgekehrt die Etrusker beeinflussenden Zeichenserie. Wir haben unter diesen 43 Loshölzchen einige mit sehr tiefen Kerben, wo einfach nur Kerben sind oder Kerben auf Vorder- und Rückseite, andere, wo richtig gehende Runen drauf zu sehen sind. Ich zeige euch mal die nächste Tafel. Also hier ist die zweite, hier seht ihr die nächsten. Es sind immer zwei Abbildungen von einem Stäbchen, also nicht durcheinander kommen, Vorder- und Rückseite. Man sieht auf jeden Fall dabei auch so eine Art Kreuz, wie die Gebo-Rune es eben auch darstellt. Natürlich auch gerade Striche, da könnte man sagen, die Is-Rune. Irgendwo habe ich auch eine Dagas-Rune gesehen. Also es sind schon so eine Art Runen, aber es ist so ein Vorläufer, könnte man sagen. Und so hat es auch Herr Preuschen gedeutet, dass es eigentlich schon die gleichen oder ähnliche Zeichen sind, die Tacitus in seiner Germania dann 2000 Jahre später beschrieben hat. Hier die dritte Tafel. Die beiden Forscher, also der Herr Preuschen hat dann auch gesagt, es besteht eine Ähnlichkeit dieser Zeichen, die unten habe ich euch nochmal diese Zeichen versucht wiederzugeben, weil man sie ja auf den Originalhölzchen nicht mehr so gut erkennt. Er hat also gesagt, da ist eine Ähnlichkeit zu der Inschrift auf dem Helm B von Negau. Die habe ich euch deswegen unten auch nochmal wiedergegeben, und zwar ist sie rechtsläufig. Das heißt, ihr müsst sie von rechts nach links lesen, dann heißt es Hari Castis Taiva und dann noch IP. Also man weiß ja nicht genau, man kann das noch nicht alles so perfekt deuten, gibt auch verschiedene Lesungen, aber Hari Gast ist natürlich der Herrgast, ist vielleicht ein Beiname Wotans, und Taiva heißt der Gott, also dem Gott Hari Gast oder Hari Gast einer der Götter, wer weiß. Da gibt es also verschiedene Deutungen, aber ihr könnt jetzt mal sehen, ob das ähnlich ist oder nicht. Es ist jedenfalls schon was sehr, sehr Besonderes, diese uralten 43 Loshölzchen. Einige wenige hatten auch gar keine Kerbe. Entweder ist das schon alles weggesplittert in der Rinde, dass die Rinde wächst und man es nicht mehr sieht. Es kann aber auch sein, dass die sich schon Ersatzhölzchen gemacht haben. Und das rate ich auch jedem, der mit Runen arbeiten will, wer sich die 24 Runenstäbchen macht, tut gut daran, ein oder zwei Ersatzstäbchen zu machen, denn es kann schon mal passieren, dass eins verloren geht, weil man ja am Abend dann da lost und im Freien und dann liegt eins daneben und dann findet man es nicht mehr. Dann kann man mit den Ersatzstäbchen sich das neu schnitzen und ist dann trotzdem von der Holzart und von der Dicke und so weiter völlig identisch. Das ist ja, darauf kommt es ja drauf an. Ja, das zu diesen Kelchalpe-Funden, wo eben auch schon die Gebo-Rune ist, aber auch solche wie so ein A ohne Strich oder wie so ein Pfeil, also Querstriche sowieso, ganz interessant. Aber natürlich, wir können es doch bis heute eigentlich nicht deuten, obwohl man ja auch auf anderen bronzezeitlichen Fundstücken schon ähnliche Zeichen gefunden hat, auf Sicheln und so weiter. Also diese Zeichen selbst sind nicht völlig unbekannt, aber wir können sie eben in dem Sinne nicht deuten. Zu Gebo ist noch zu sagen, dass wir auch eine Göttin haben, die heißt Gefion, die Gebende, und das ist ein Beiname der Freier. Dieser Name ist besonders auch in Dänemark überliefert, kommt auch in der Edda in der verkürzten Form Gefen vor. Und wir finden auf den Matronensteinen, also Steine, die ersten, zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung in der Rheingegend sich finden, da finden wir auch Matronen, die heißen Gaba, ja, so und so, also die Gebende als Matrone, das kommt auch vor. So, nun möchte ich zu der Rune Vunjo übergehen. Die Namen seht ihr oben, Wen, Wün, Winne, Wunk, Huhn, also da habe ich nicht mehr Namen gefunden, weil in diesen Alphabetaufzählungen, also lateinische Buchstaben und dazu Runennamen, da kommt praktisch das W nicht vor, weil die das ja früher im Lateinischen V und W hatten die gar nicht. Und deswegen konnte man da auch nichts finden. Wir haben also nur diese wenigen angelsächsischen Überlieferungen. Und da haben wir dann auch einen Vers aus dem Runenlied aus dem 9. Jahrhundert. Wün nicht braucht, der wenig Weinen kennt.
Schmerz und Sorge. Und ihm selbst hat Glück und Besitz und auch Bürgen genug. Ich habe das nochmal in Klammern gesetzt, Bürger, weil Bürgern wäre die Burg. Also wer genug Burgen hat, der ist ja auch ein reicher Herrscher, der hat natürlich auch Glück oder so. Es ist ein bisschen doppeldeutig und man weiß nicht ganz genau, wie man es übersetzen soll. Bürger könnte natürlich auch Geborgenheit und Schutz haben, also Schutz bedeuten. Deswegen habe ich das Original mal dazu gesetzt. Klar, Wonne braucht man nicht, wenn es einem gut geht, heißt das eigentlich. Also das unterstützt die Bedeutung als Wonne. Ja, dann haben wir wieder diese Kühnewulf-Verse. Der hat ja seinen Namen in Runen in den Text verkahlt, verborgen. Er schreibt dann in den vier Dichtungen, hat er Wunjo, also Wün muss zerfallen. Das bezieht sich dann aufs Jenseits. Wenn man irgendwann stirbt, dann geht auch die Wonne dahin. Oder die Wonne ist dahin, die Freude und so weiter. Also da geht es dann auch darum, wenn man die Erde verlässt. In dem nächsten heißt es, es ist Wün entflohen, die Schätze der Erde, nicht, die man dann auch verloren hat. Oder Sünden befleckt harren dann, dann kommt jetzt das Ross noch, also das Pferd, die Wonne und unser oder unser Besitz, unser Erbe, wer weiß. Also da hat er das auch nochmal verborgen. Also Wunjo. Wunjo heißt Wonne, kann auch Wunsch heißen. Indogermanisch Wünne ist ein interessanter Begriff, weil er einen riesengroßen Bereich hat, den er abdeckt. Also Wonne, Freude, Lust sogar, Entzücken. Dann Streben, Wünschen, Lieben, Erreichen, Gewinnen, Siegen. Also es gibt so viel Verlangen, sogar Venus geht auf dieses Wort zurück und auch, also Wohnen hatte ich erwähnt. Nee, habe ich nicht. Also auch Wohnen kommt eigentlich daher, dass man sich seine Wünsche erfüllt. Das ist also ganz interessant. Manche meinen, dass man auch die Vanen, den Namen der Vanen, Vanus, Vanir, mit Venus zusammenbringt. Und wenn Venus mit eben wegen Freude, Lust und so weiter auch mit diesem Runennamen was zu tun hat, dann ist das natürlich noch eine ganz interessante Deutung. Ja, und für mich auch noch wichtig, Wunsch. Der Wunsch wurde schon im Mittelalter personifiziert und zwar finden wir das zum Beispiel im 13. Jahrhundert im Lohengrin. Er war sogar des Wunsches Kind, dass alle mein gin seiner schone waren blind. Und doch männlich Gestalt wie klarem Felle, der Wunsch ihn nicht gebrechen ließ, davon mans Wunsches Kind den Starken hieß. Also diese Dichtung, ich finde die wahnsinnig interessant und haben eine wunderschöne Sprache. Schon im 12. Jahrhundert kommt dann auch so ein Vers im Erntechrist. Mit Wunschis Gewalte segnete sie der Alte. Der Wunsch als personifizierte Wesenheit. Und jetzt kommen wir wieder zu unseren heidnischen Überlieferungen. Ein Beiname Wotans lautet Oski. Seine Walküren heißen Oskmeja. Oski, O-S-K-I. Nun setzen wir einfach mal das W davor, das ja im Norden gerne mal wegfällt. Woski, das ist Wunsch. Das ist das gleiche Wort und das heißt ja auch der Wunsch, wenn man nachguckt in der Übersetzung. Oski heißt der Wunsch. Und Oskmeier sind die Wunschmeide. Die wünscht man sich oder die Helden wünschen sich, dass wenn man stirbt, dass sie einen in den Himmel geleiten. Wir haben hier also den Wunsch, die Rune des Wunsches und Wotan und die Walküren sozusagen als Gottheiten derselben. Das finde ich sehr interessant. Aber letztendlich, ganz genau wissen wir es auch nicht. Es ist jedenfalls, ist ja auch die letzte Rune der ersten Achtergruppe. Da ist natürlich so eine Art Ende. Diese Achtergruppen in der Runenreihe haben ja immer so ein positives Ende. Da ist natürlich das glückliche Ende auch gemeint, weil jede dieser Achterreihen ja auch so einen Initiationsweg bedeutet. Hier ist der Weg des Leerstandes, nicht? Also das fängt an mit Feu, vielleicht Wotans Rabe, Wissen, Weisheit, Urus, Eingang in die Erde, Thorn, Totenreich, Unterwelt, Riesen, Tod. Dann kommt wieder Os, Ansus, also die Auferstehung als Seele. Dann Reit, der neue Weg, vielleicht in ein neues Leben, Kenas, Karma, wer weiß, Krankheiten, also auf der Erde. Und dann Gebo, Gabe und Wonne.
Also die Belohnung. Der Schaman, der das da diesen Weg durchgeht, bekommt dann Gabe der Wonne oder er gibt Opfergaben und lebt deswegen glücklich. Das kann man ja deuten, wie man möchte. Das ist ja so eine Theorie, muss ich sagen. Die ist übrigens auch nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern da folge ich auch dem Laienforscher Ludwig Gruber aus Wien. 1955 hat er veröffentlicht. Das ist ein ganz interessantes Buch von ihm. Nicht alles kann ich da übernehmen, aber das war doch sehr gut, den Sinn in der Runenreihe zu finden. Jedenfalls haben wir jetzt hier die Rune der Wonne, Wotans, vielleicht der Wahn sogar, wir wissen es nicht genau, und der Venus, also dann wäre es wieder Freier, und Gebo war ja auch schon Freier, also steht dann auch so nebeneinander. Ist also hochinteressant, und mehr kann ich leider zu diesen beiden Runen auch nicht sagen, weil eben einfach nicht so viel erhalten ist. Ja, das war's für heute von den Runen. Die ersten 8 Runen sind wir jetzt durchgegangen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Natürlich will ich auch irgendwann die nächsten 8 machen, aber langsam und nacheinander. Es gibt noch viele andere Themen, die ich auch noch bearbeiten muss. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.